So, herzlich willkommen zurück zum finalen Part von Let's Play Mystic Quest Legend. Kann ich hier auch runterfallen? Ja, okay. Das war jetzt mal so ein kleiner Test. So. So. Wupp. Wupp. So, dann kommt jetzt dieser Volturo-Typ, also der Falke wieder. Ich räume mal hier kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Jetzt habe ich tatsächlich den Weg vergessen, aber das ist nicht so wild. So, ich muss auf jeden Fall da oben lang. So, könnte sein, dass ich direkt richtig gelaufen bin. Nee. So, wollen wir mal hier. Achso, so konnte ich nicht gehen. Warte mal, also dann. Lup. Nee, von hier komme ich. Halt. Boah, hier ist glaube ich genau ein Gegner, den ich noch nicht getötet habe. So. Du greifst an, so, dann machen wir mal. Okay, gut. Meine Fresse, dass du ihn nicht mit einem Schuss mal töten kannst, ja. So, der hat die ganze Zeit versteinert, dieser blöde Hund. Also sie hat er die ganze Zeit versteinert, so. So, aber das spricht eigentlich dafür, dass wir hier falsch sind, so. Okay, komm. So, wie muss ich jetzt gehen? Also, ich kam von da unten. So. Da geht's nicht lang. Hier geht's da lang. Ne, das war, wo ich dachte, ich bin richtig gelaufen. Richtig? Also genau so, okay. Also da geht's nicht lang, da geht's auch nicht lang. Also von hier komme ich, links ist falsch, dann kann es ja nur noch rechts sein eigentlich. Ah, okay. Ja, jetzt sind wir richtig hier. So. Aber jetzt hier nämlich auch so eine Treppe nach oben. So. So, jetzt holen wir uns den Bruder oder was der auch immer ist. So. So, Heilung, speichern, zack. So, und der vorletzte Endgegner jetzt hier. So, dich machen wir auf Auto, so.
Schwerer Treffer, meine Fresse, was ist denn hier los? Haut er mich hier gleich tot erstmal. Oh, direkt tot, so. Ja, ja, so, okay. So, jetzt reicht's mir ja. Ach komm. Giftsturm. Sie muss ich jetzt direkt erstmal heilen, so. Okay, versuchen wir es mal mit Kometen. Verwesung. Okay, der heilt, ist jetzt schon mal erledigt. So, das ist gut. Ach komm, wir haben so unglaublich viele Heiltränke. So. So, komm, sei weg jetzt. Okay, sehr gut. So, jetzt kommt er mit seinem Schizo-Schild. Das heißt, wir können nicht, Okay, also erstmal auf den rechts. Und dann... So, ich glaube, dass der gegen Luft anfällig war. Ich glaube, du gegen Wasser. So. Ist doch schon mal ein besserer Anfang. Oh, Todestanz schon wieder. Oh, sehr gut, okay. Ja, Hauptsache versteinern dann, wenn du den nicht direkt umbringen kannst. Ja. Mich verarschen. Oh. Juhu, der Wasserflug kommt jetzt mal durch. So, okay. Okay, er war offensichtlich nicht anfällig dagegen. So, machen wir mal hier Kraftzauber. So, und du machst die schöne Nebelaura. Dann ist der nämlich weg. So, ich hoffe, wir kommen jetzt überhaupt dazu, den wieder zu beleben, dass wir nicht gleich wieder tot sind. Todestanz irgendwie... Okay, das ist doch schon mal was. So, okay, Schizo-Schild hast du benutzt. Das heißt, wir können keine, keine Magie benutzen. Ich glaube, er war auch anfällig gegen Pfeil und Bogen, muss ich zugeben. Ja. So, dann machen wir Heilung und du schießt weiter. So. Da steht der Attacke. So, jetzt meine ich aber, dass ich kein Schizo-Schild gesehen habe. Wenn er jetzt natürlich zuerst dran ist, ist es natürlich doof. Oh, das haut richtig rein. So, jetzt benutzt er das wieder. So. So, jetzt hat der Schizo-Schild benutzt. Also können wir das nicht machen. Dann greifst du halt so an. So. Anfällig, aber widersteht der Attacke, so. Ah, Mist, Schizo-Schild ist zerstört, so. So, dann kriegst du jetzt hier die Nebelaura mit besten Grüßen, so.
Mann, der hat aber Lebenspunkte, ja? Weil der ist echt schon ein paar Mal getroffen worden hier. So, benutzt er sein Schild wieder, so. So, ich heile mal lieber, falls der jetzt nochmal angreift, dass ich jetzt sozusagen voll aufgeladen bin. Okay, genau. So, dann hilft jetzt nur normaler Angriff. So. Ich weiß jetzt nicht, ob der gerade Stand ist zerstört. Mist, habe ich nicht gesehen. So, können wir dich mal wieder auf Auto stellen. So, schwerer Treffer, das ist schon mal gut. Na komm, da war die Nebelaura aber stärker. Okay, so, Monster besiegt. Jake wurde aufgestuft, jawohl. So, damit haben wir die vier Gegner besiegt. So. La 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 la. Laufen wir mal ein bisschen schneller hier, so. Ach komm, machen wir mal kurz den hier. So. Jetzt sind wir ganz oben angekommen in der Nahrungskette. So. So, jetzt sind wir am Finale. So, wollen wir mal. So, guck mal, das bin ich. Jake, Phobia, ihr Ritter des Lichts. Wir, die Kristalle der Erde, geben euch nun unsere magische Kraft. Und die magische Kraft heißt, dass ich jetzt hier vier Truhen habe, wo dann Zaubertränke und Heiltränke und so drin sind. Okay, Pfeile. Zaubertrank, Heiltrank brauche ich nicht. Und dann müsste das jetzt Zaubertränke sein, so. Gut, dann ist das jetzt hier das Finale. Haha, ich kann mich hier verstecken. So, okay. So, okay. Dann gibt es jetzt zwei Wege, den Endgegner zu töten. Nämlich mit Lebenszauber, dann stirbt er gleich. Oder so. Okay. Aber die Musik war hier wieder ganz cool. Keine Wirkung. Jetzt hoffentlich bin ich nicht auch erstarrt, so. War das nicht Lebenszauber? War es dann echt Kraftzauber, ja? Ihre Abwehr ist geschwächt. 15.000 Schaden, so. Eigentlich müsste der sich jetzt schon verwandeln irgendwie. Bei 15.000 Schaden ist schon eine Menge. Also das ist tatsächlich Nebelaura gut, aber ja, sie benutzt halt die Donneraura so. Manchmal heilt ihn der Kraftzauber auch. Genau wie jetzt zum Beispiel. Also, weil jetzt ist es grün gewesen, ne? Sah jedenfalls so aus, als wäre er gerade geheilt worden. Obwohl er sich jetzt weiterentwickelt hat. So, versuchen wir es mal nochmal. So. Widersteht der Attacke. So, wieder 15.000 Schaden. Das ist wieder anders. Und Nebelaura ist halt ein viel besserer Spruch. So.
Ah ja, das sieht ja aus. So. So. Schwerer Treffer, scheiße. So, und wieder geheilt oder was? So, jetzt weiß ich eigentlich nicht, was besser ist, ob ich... Na, okay. Hey. So, komm, hier, mach mal Schluss hier mit Kraftzauber. Wieso heilt er manchmal und wieso schadet er manchmal? Das verstehe ich nicht. Ah, jetzt macht sie wieder ihre Attacke nicht mehr. Was? Hassbrütern? Boah, knapp. Kugelblitz. Herzklammer, okay. So, und wieder Heilung. Also der dritte Mal scheint zu heilen irgendwie. Zweimal Schaden, einmal Heilung, oder was? So, okay, komm, machen wir es halt auf die gute altmodische, so. Weil das ist schon seine letzte Form hier. So. Weiß ich aber nicht, wie viele Lebenspunkte der hat tatsächlich. Also 30.000 sind schon mal weg. Das ist schon eine Menge. Aber da war der letzte Gegner schon schwerer als er, so vom, weil er dann so Direkt-Kill-Moves hatte. Während der hier nur halt immer Schaden macht, wo man halt immer gegenheilen kann, so. Ja, verbrenn mal diese Irgendwas-Spinne. Hassbrütern. Okay, Nebelaura ist ja wohl echt das Beste. Was mit Flammenaura? Nee. Okay, die war auch gut. Monster besiegt. Bei den Göttern, wir haben ihn bezwungen. Der Dämonenkönig ist tot. Das Gute hat gesiegt. Das Land ist wieder frei. So, und er ist jetzt der fünfte Kristall, so. In menschlicher Gestalt habe ich, der Kristall des Lichts, euch begleitet. Ihr habt das Böse mit Hilfe der kosmischen Kräfte besiegt, geht nun und vollbringt wundervolle Taten.
Ist es wahr? Du hast den Dämonenkönig bezwungen? Ich würde sogar sagen, ich habe den König der Dämonen bezwungen. Rubens und Max sind übrigens wieder zu Hause. Kurz, sag ihnen, dass ich sie einmal besuchen werde. Jetzt werden erstmal alle besucht, so Kai. Den Göttern sei Dank, du lebst. Was hast du nun vor? Ich will die Welt bereisen, Max. Leihst du mir das Schiff? Mach dir keine Sorgen, Kalia. Ich komme wieder. Das Schiff gehört dir. So, Aquaria. Dann gehen wir wohl zu Spencer, wie es aussieht. Hallo, wie geht's? Naja, es geht so. Hast du Tristan gesehen? Nein, sicher, er ist wieder hinter irgendeinem Mädel her. Falls er wieder auftaucht, grüß ihn von mir. So, dann geht's ab zu Ruben. Na, Alter, wie läuft's denn so? Ast rein, eh? Lass uns feiern. Ich würde ja gerne, aber das Abenteuer ruft. Komisch, ich höre gar nichts. Das Schiff ist wie neu. Das war die Titanic auch. Hoch lebe Captain Jake. Ich arbeite gerade an meiner nächsten Erfindung. Junge, komm bald wieder. Dein Schuh ist offen. Schreib mal eine Karte. Ich hab meinen Text vergessen. Hä, wie wäre es, wenn ich dich begleite? Hör nicht auf Opa, er ist schon ziemlich verkalkt. Lass dich nicht so feiern, mach dich endlich auf den Weg. Vergiss uns nicht. Bestimmt nicht, lebt wohl. Juhu, wir haben ein riesengroßes Schiff ganz für uns alleine. Und segeln in das Meer hinaus. Ah, jetzt ist Tristan doch dabei, wie es aussieht. Tristan, du hier? Irgendjemand muss doch auf dich aufpassen, Kleiner. Ich heiße Jake. So, nach einer Geschichte von Wakadomi Dokidori Chihiro Fujioka. Regie, so, okay, Credits sind eigentlich wichtig, aber... Monsterdarstellung Yuki HM Yasuda, Animation Toshiyuku Momose. Mit Animation wird gemeint, wie einer verschwindet, oder was? So, jetzt hinter die Möwen, zack. So, und wie bei manchen Nintendo-Spielen hat es dann kein Ende, sondern man muss dann Reset drücken sozusagen. Und so, das war das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war auch relativ schnell durch, in 2 Tagen, glaube ich. Dankeschön fürs Zusehen und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr da für Spiele habt, ich muss eigentlich noch Command & Conquer fertig machen, merke ich gerade. Ja, dann sagt Bescheid und danke fürs Zusehen.